Ich kaufe mir heute für 1000 Euro das wahrscheinlich beste Gerät für Brawl Stars, empfohlen von Sniper mit 100.000 Trophäen. Wie das Ganze läuft, wie wir auf Meister spielen, Rang 35 und vieles mehr seht ihr im heutigen Video. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. So sieht das Ganze aus. iPad Pro, ich bin super gespannt. Oh mein Gott. So, und so sieht das Ganze hier ausgepackt aus. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Also wenn mir das runterfällt, dann heule ich. Deswegen lege ich es kurz auf den Tisch und vergleiche es mit der alten Handygröße. So, jetzt hier einmal natürlich der direkte Vergleich. iPad und Handy. So, nee, wir machen es mal so, würde ich sagen. So sieht es mir völlig am besten. Das ist wirklich crazy. So, einmal abgelegt. Das ist so geil. Schaut euch das an. Okay, super selten. Wie geil einfach. Das ist krass. Das ist ungefähr das Dreifache vom Display. Junge, es könnte schon ein besserer Status sein, egal. Welt. Da nochmal der Größenvergleich. Das ist krass. Und damit sind wir zum allerersten Mal auf unserem neuen iPad. Wir werden direkt die erste Runde spielen und tatsächlich habe ich mir jetzt extra hier für den Push heute den neuen Fangscan ausgesucht. Wir werden direkt auf 57 Trophäen pushen und werden Meister auch heute eine Runde spielen. Das wird absolut krass werden. Als allererstes erstmal Creator Code Jo Jonas, ganz rechts im Shop. Wie immer, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt und ich würde sagen, wir haben noch ein paar Gems hier über. Das ist ziemlich geil. Lol, was ist das denn? Der ist reduziert. Wow, einfach Hühnchen Rico für 79 Gems. Okay, das ist sehr, sehr, sehr random. Einfach aus der Club-Serie. Hey, Credits 1500. Let's go, wir kriegen einfach Cordelius, legendären Brawler. Okay, Mandy oder Angelo? Angelo auf jeden Fall besser, oha. Kriegen wir auch noch direkt? Ja, das sieht auch übel geil auf dem iPad aus, hä? Ich bin halt sehr gespannt. Also, es ist wirklich, wirklich, oder es soll wirklich krass sein. Wir holen uns noch Chuck und wir kriegen leider nicht noch ein Credits-Angebot. Das ist ja crazy gewesen, schade, Mann. Dann haben wir sogar noch einige Belohnungen hier auf dem Account. Epischen Drop. Nehmen wir mit. Blink brauchen wir jetzt nicht. Dann noch hier ein paar Credits. Eventuell kriegen wir noch irgendwie Chuck vielleicht. Ja, irgendwie cool, wenn wir das hinkriegen würden. Aber die Startups sehen auch so fett aus, Mann. Die sind so riesig. Ich muss überlegen, das Handy ist dreimal so groß. Damit kommen wir direkt zu den beiden neuen Skins. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem roten Werferfang. Ein neuer Baseball-Skin. 149 Gems kostet das Ganze. Und dann seht ihr gleich mal den ersten Eindruck auf dem neuen iPad. Hier einmal der hier in Rot und einmal der hier in Blau. Ich glaube, ich persönlich finde sogar... Ich glaube, ich finde den Rot ein bisschen besser, weil er nochmal ein bisschen besser raussticht als der Blau. Ist natürlich am Ende Geschmackssache. Und damit würde ich sagen, auf geht's. Und damit geht es los in die allererste Runde hier mit dem neuen iPad. Also, wenn wir jetzt gewinnen, habe ich übrigens hier eine 150er Siegesserie. Kein Witz, also wir dürfen auf gar keinen Fall verkacken. Und was ich direkt sehe, ist natürlich die unfassbare Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, ob sie bei euch übertragen wird. Also, ich meine, das Ganze wird ja nochmal auf den Bildschirm übertragen, aber ich kann mich so... Guck mal, wie schnell ich mich bewegen kann. Wie schnell ich mich bewegen kann, ist insane. Wie schnell ich mich hier bewegen kann, ist insane. Viel schnellere Reaktionsgeschwindigkeit damit. Alles kommt schneller an, alles ist deutlich flüssiger. Ich kann mich so viel schneller bewegen. Und es sieht sehr gut aus. Wir kriegen hier direkt, so wie es aussieht, 4, sogar 5 Cubes. Und vor allem ist der Bildschirm halt 3-mal größer, Mann. Das ist halt schon crazy. 5 Cubes. Junge, es sind ja noch 3 Brawler am Leben. Was ist das für eine Runde? Das ist krass. Okay, das ist echt sehr, sehr krass. Okay, wir gehen nach links, wir gehen nach links. Okay, gehen wir uns erstmal die Mitte. Oh man, die Ult war ein guter Try. Ich muss aufpassen. Ist okay, wir haben jetzt 8 Cubes gesaved. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Was für eine erste Runde, hä? Sehr unerwartet. Und ja, okay, die ist jetzt straight in mich reingelaufen. Sehr gut. Ich bin halt eher mal gespannt, wie es dann 3 vs. 3 oder auf 1000 Trophäen läuft oder auch ein Meister vor allem. Man sieht hier, also ich meine, die Schlenker bringen jetzt nicht so viel, aber ich kann halt so ein bisschen zeigen, wie flüssig halt alles ist und wie schnell ich halt auch reagieren kann. Und zack, wir gehen rein. Oh. Und damit haben wir eine 150er Siegesserie. Aber wir pushen jetzt noch auf den Main Account natürlich direkt. Da sehen wir es einmal 150. Wir brauchen 3 Siege, dann haben wir 750 mit Fang. Ich habe vergessen, den Skin auszuwählen. Fällt mir gerade auf. Egal, den machen wir. Den spielen wir dann auf dem Main Account jetzt sowieso. Das Problem ist, ich kann eigentlich nicht reingehen auf Karl, der wird eh backgadgeten. Halt schon, hä? Was hat er da gemacht? Okay, sehr gut für uns. Zuschauer? Wollte ich gar nicht. Aber gut. Ich wollte eigentlich nicht ulten, hä? Okay, Glück gehabt. Ich hab aus Versehen gedrückt. Ich hab mich hingeschaut. Ah, ist schwierig. Wir brauchen... Top 2 reicht. Top 2 reicht. Mord, das geht ein Cube. Ist okay für mich. Ein Cube nehmen. Wir gehen Mitte. Wir gehen Mitte. Ja, okay. Es gibt... Nee. Kein Cordelius, Mann. Da bin ich raus. Da weg. Das ist der nächste Cordelius. Okay, Leon unsichtbar. Ist okay. Ist schon nicht auf mich gegangen. Ist gut. Ah, ich will nicht angeschossen werden. Sehr gut. Hat Manny gekillt. Hat Manny gekillt. Oh, wir können Top 2 schaffen, komm. Top 4, Top 4. Hier ist da. Top 3, ein Platz noch. Ich auch nicht. Na, okay, lass von mir, Mann. Ich weiß nicht, ob ich ihn bekommen hätte damit. Wahrscheinlich eher nicht, wäre es du gewesen. Ja, war so klar, 2 Trophäen, Mann. Komm, entscheidende Runde jetzt. Es ist auch ein Fang, lol. Random.
Ja, komm, ich will es hier nicht so dumm sterben direkt. Oh, jetzt. Aufpassen, dass wir hier nicht gesandwiched. Ja, da war es ganz wichtig wegzugehen wegen dem Stu. Da wäre ein bisschen safe. Ich glaube, es wird eher gesandwiched. Jo, oder die Team natürlich und alles ist super für sie. Perfekt. Das Team vielleicht doch nicht. Das sieht nur so aus. Jawohl, sehr gut. Oh, das ist wichtig. Ja, das ist genau das, was man nicht machen darf. Geil. Aber so verdient, dass die versucht haben zu teamen und dann beide sterben, Mann. Das war wichtig. Auch er ist jetzt hier voll drin. Geil. Nice. Hä, das sieht... Wir sind jetzt schon Top 3. Ey, wie wir so viel Pech haben konnten... Ich weiß immer noch nicht, also... Jetzt sieht man ja eigentlich auch nochmal, dass wir echt Pech gehabt haben. Das ja, wird wahrscheinlich eher schwierig werden. Geht doch! Wie viel Pech hatten wir davor? Ich verstehe es nicht. Egal. Plus 10. 762. An der Stelle danke an Sniper, der mir das iPad empfohlen hat. Der Link zu seinem YouTube-Kanal ist in der Beschreibung. Schaut gerne vorbei und lasst auch gerne auf diesem Kanal ein Abo da, wenn ihr in Zukunft keine Broads-Videos verpassen wollt. Wir pushen jetzt, bis ich verliere noch. Wenn wir jetzt so eine schöne Streak machen, vielleicht darf ich noch 800. Ja, die Team ja schon wieder. ETF. Komm, Larry Lobby, wir nehmen zusammen raus jetzt. Das sind die eklig, Alter, direkt nebeneinander. Das kann nicht wahr sein. Nice. Jawoll, die Teamer rausnehmen. Wie geil. Muss aufpassen, jetzt bin ich echt gerade nicht so vor. Nach oben jetzt. Oh, ich weiß nicht, warum der Leck gelaufen ist, aber es war natürlich sehr gut für uns jetzt gerade vom Timing. Ich muss echt mal treffen, das kann nicht sein, jetzt treffe ich mal. Ja, nimm den Angelo raus. Nimm den raus. Noch was Wasser. Achso, kann er schlecht jetzt gerade wahrscheinlich. Wir müssen ihn killen, wir müssen ihn killen, wir müssen ihn killen. Ach, ich hätte mich nicht hätten lassen dürfen, dieser 4000er Hit. Okay. Komm. Die Streak wäre halt vor allem wichtig. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich krieg die Cubes, ich krieg die Cubes. Easy. Ein bisschen Luck auch dabei wieder. Geht doch. Mal 77. Imagine, wir schaffen noch 800 einfach direkt. Oh, Mitte wäre sehr saftig. Ah, ich kann halt eskalieren, das ist halt echt nice. Ah, er nimmt sich den Cube, aber er wird auf jeden Fall auch sterben. Nice! Wir haben die Mitte, Mann. Wir haben die Mitte so fett, Junge. Ist das geil. Okay, Hälfte zu Ult haben wir auch schon, ist wichtig. Ist das? Ist das? Die haben sich gegenseitig gekillt. Wir haben noch jetzt aber wirklich... Jetzt haben wir Luck. Wir hatten erst unfassbares Pech und das ist aber auch wirklich verdient. Ult wäre halt wichtig, wenn wir die schon mal kriegen würden gegen den. Ja, wir ulten nicht rein. Surge ist leider noch übrig. Surge auf jeden Fall Konter gegen uns schon mal. Weiß nicht, ob man nicht drauf jumpt. Der Miko. Kann ich aggressiver gehen? Oh, das wollte ich nicht. Also ich wollte den Kid killen, aber nicht den Miko. Egal. Ich nehme es mit. Ja, es ist halt die Lu. Es ist halt eklig für uns. Ich denke, er ist wahrscheinlich jetzt reingelaufen. Ja. Ey, aber Top 2 wieder. Was soll ich sagen? Geil. Das 1 wird jetzt schwierig für uns, aber ist auch machbar. Oh! Nice! Was ist los jetzt? Hä? Wieder plus 15. Ein Game für 800. Okay, entscheidendes Game für 800 ist nur Konter in der Lobby. Es ist nur Cordelius Surge. BB geht. Aber es ist wirklich ganz grauenvolle Lobby für uns. Oh, der Karl, Junge, der Karl kann so abstauben, Mann. Ich wundere, das ist gut. Passt. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss raus. Die hat ihm echt den Arsch gerettet, sage ich ehrlich. Ich glaube, ich bleibe hier einfach. Weil die Position ist eigentlich eh ganz geil. Ich wollte gerade sagen, der hat sich neben den Spike positioniert, oder? Das ist crazy. Hat gut gemacht. Mann, was? Oh. Egal. Das war so knapp, Mann. Das war so knapp. Ich hätte ein bisschen weiter wegbleiben müssen, wäre ich nicht muted worden von Cordelius, stimmt. Das war so ein bisschen der Fehler. Ich kann ja schon 3 Cubes haben. Wie geht das? Tja, hat auf jeden Fall keinen Kill gemacht. Er ist oben gefallen, der Kill. Die Team. Chillig. Chillige Lobby auf jeden Fall. Ey, wenn ich sowas schon sehe, ne? Ich krieg Aggressionen. Starker Spieler auf jeden Fall. Gut, F. Das ist insane. Schlecht kann man spielen. Was ist das? Ja, WTF. Sag wieder. Ich muss hier weg. Okay.
Ey, das ist so insane. Ich bin froh, dass ich rausgekommen bin. Oh, er ist tot. Der Karl ist weg. Der Karl ist weg schon mal. Das war ja so insane. TF. Ich kann so ekelhaft teamen, vor allem auf der Höhe. Und das ist gut. Wir müssen jetzt die Spinnen auf mich machen. Ich drehe jetzt. Oh, das ist ein gutes Positioning jetzt hier für uns. Auf die Charlie will ich natürlich jetzt nicht unbedingt. Alles eh down. Wir sind jetzt schon Top 5. Ja. Wir halten die Züge. Es ist los, Mann. Wie geil. Es bockt auch gerade richtig. Ich hätte drauf gehen können. Ja, war schlecht geaimt. Schlecht geaimt. Yo! Go! Let's go! 800. Okay, ein Game vor 1000 mit Search. Auf geht's. Ah, jetzt haben die natürlich Melody, oh je. Also ich kann halt gut in den... Ich kann richtig gut in den Bull reingehen, das ist sehr gut. Ah, ist okay, ist okay. Ich will mal in die Ecke erstmal. Ich hab schon mal ein Upgrade bekommen, das ist gut. Ich glaube, gegen Melody bin ich jetzt auch nicht so schlecht, also mal schauen. Kann schon werden. Nice, drittes Upgrade auch bekommen, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt kann es eh gut werden. Ja, Bull natürlich jetzt schwierig. Ich kann uns eigentlich easy hier in Bull rein, oder? Ich hab nicht so feeden. Ja, ich hab ein bisschen arg old gefeedet. Nein, ich habe jetzt wieder das nächste Upgrade. Ist okay. Draufpassen gegen Melody. Aber drittes Upgrade schon mal. Nice. Nice, hä? Ist ein bisschen lost, ist egal. Ich merke das Upgrade, das ist sehr gut. Der ist okay, ist sehr gut jetzt. Oh, Bull Hypercharge. Nice. Sieht gut aus. Oh, Junge, Surge ist auch echt sehr stark jetzt hier in dem Matchup bisher. Kann ich kurz wieder warten? Das teilen wir uns hier schön auf. Oh, gar keinen Bock auf die. Ich will immer wieder schön reinschießen, vor allem, das ist ja das Gute. Boah, die kriegen richtig. Die kassieren jetzt richtig hart dafür. Muss auf Bull aufpassen. Und Melody. Nein, nicht Bullets. Oh, was? Oh, das ist so ein bitteres 0-1. Ich habe eigentlich, glaube ich, eine gute Runde bisher. Ja, stark, 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 stark. Es muss ein Tor sein. Ball nach vorne, Ball nach vorne. Sehr gut. Wichtig. Okay, 1-1, komm. Oh, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich habe Ulti auch bekommen. Oh Gott. Vielleicht nicht treffen, oh Gott. Nice, 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 nice. Oh mein Gott, Junge. Wenn es aufgeht, ist gut für uns. Das ist eine Runde hier. Natürlich Melody Ult gefällt mir jetzt gar nicht. Ist okay. Nein, ich hätte auch nicht ulten sollen, oder? Ah, Junge, was für Stats. 6-1, 4-1, 3-1. Wir hatten eigentlich totale Dominanz. Ich verstehe. Wie haben wir das verlieren können? Bitte, was? Soll ich das an? Die Gegner sind aus der Runde mit 3 Kills, mit 3 zu 13, Mann. WTF. Im letzten Konter, es war so peinlich, dass wir es verloren haben. Okay, jetzt 1200er Runde. Ja, ich weiß, es wird wahrscheinlich etwas random werden, weil wir... Komm, ist es nicht gut, wie wir spielen und wir sind überhaupt nicht eingespielt zusammen, aber ist egal. Wenig Unterhaltung jetzt. Auf geht's. Ja, ich glaube, es wird wild werden. Vor allem, wir werden wahrscheinlich wenig Schaden machen können gegen Rosa. Aber mal sehen, wie es so läuft. Ja, und Larry Lowy ist halt leider auch nicht mehr so stark. Ne? Mal schauen. Wenn wir gewinnen, bin ich bei über 1200. Ich habe nichts zu verlieren. Den 35 habe ich eh schon auf Larry Lowy. Ja, vor allem halt keine Ult eigentlich feeden für Fang. Okay, da gehen sie jetzt schon rein das erste Mal. Interessant. Aber jetzt muss ich aufpassen. Ah, Junge, okay, das ist wirklich... Das ist wirklich free, Junge. Ja, okay, das ist crazy. Ich darf jetzt extra nicht im Busch stehen, dass ich nicht geslowt werden kann. Das war hier der Fehler auf jeden Fall. Ich hab's noch gesagt, dann mach es schon wieder, Junge. Aber es war so schnell, es ging einfach so schnell. Oh, 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 Sekunde. Hätte ich nicht gewinnen, ist das noch. Crazy. Hypercharge, oha. TF, Sekunde. Okay, okay, Sekunde, wir sind noch nicht raus. Jetzt machen meine Mates, also... Ich spiele ja wirklich grauenvoll. Ich stehe diesmal weiter hin. Ich darf auf jeden Fall diesmal nicht so im Busch stehen. Ich muss sie mal reinlassen. Okay, jetzt. Nice, diesmal wird das Low nicht getroffen. Ist okay, ist okay. Okay, machen so, machen so. Das ist halt schwierig. Ich kann halt wenig machen, ne? Oh mein Gott, Edgar! Stark! Oh mein Gott, wir gewinnen das. Jetzt. Jetzt aufpassen. Ich hab die Ult gefarmt. Nicht healen lassen. Wo ist Kit? Wo ist Kit? Da unten ist Kit.
Haben wir. Haben wir, hä? Easy! Geht doch! Hä? Das ist crazy. Wir haben auf 1200 gewonnen einfach. Ja, ich war jetzt nicht der Beste. Da habe ich wenigstens noch was zu beigetragen. 2 Kills aufgeholt. Geil. Damit gehen wir rein in die Meister-Ranked-Runde. Wie ihr seht, ich habe schon gewonnen. Leider wurde die Runde irgendwie... Ich habe mein Mikro falsch eingestellt gehabt. Und damit geht es los. Es ist echt ärgerlich, dass diese eine Runde nicht aufgenommen wurde, ne? Muss ich wirklich, wirklich sagen. Das hat mich jetzt schon sehr, sehr krass aufgeregt. Also ist es halt. Okay, Leon geht jetzt über außen. Ist okay. Können wir eigentlich ganz gut reindrängen. Wir können eigentlich ich wollte gerade sagen, wir können doch eigentlich hier voll reinpushen. Ah, ich den Ball. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich den Ball hatte. Ich bin ja so lost manchmal. Nicht passieren dürfen. Ah, okay, es könnte... Okay. Oh mein Gott, ich brauche auf jeden Fall hier genau den Kill. Der war sehr wichtig. Okay, der Ball ist bei uns. Es ist okay. Ist nicht meine beste Runde bisher. Bin auch sehr nervös natürlich jetzt. Okay, Charlie hat ihre Ult gemisst. Das ist sehr gut für uns. Ich habe jetzt wieder hier meine... Oh nein, Leon. Der Ball wird, glaube ich, reingehen, oder? Das kann nicht wahr sein. Zumindest war ich jetzt hier nicht die Person, die natürlich gestorben ist. Aber ja, am Ende bringt es natürlich genauso wenig. Ich muss jetzt hier sehr, sehr schön reinsprayen die ganze Zeit. Genau, da kommt Leon von außen. Das haben wir auch so ein bisschen predicted. Das ist ganz gut. Ich kann es hier versuchen. Ah, jetzt kommt hier wieder ein Hypercharge rein, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Ja, da ist ein Hypercharge. Das ist insane. Sehr gut von Cold. Die Ember ist leider in der Sekunde gestorben. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, beide sind gestorben. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Nice. Beide Mates sind hier leider in der Sekunde gestorben. Aber jetzt könnte es eh gut werden. Jetzt könnte es richtig gut werden sogar. Da ist einer down. Der müsste auch down gehen. Wenn jetzt der Ball irgendwie... Oh mein Gott, komm. Ich muss scoren. Let's go. 1-1. Oh, okay, es wird sehr spannend werden. Leon kann sich halt leider unsichtbar machen. Das ist halt gar nicht geil jetzt, ne? Ich kann natürlich jetzt hier probieren. Ich habe gesehen, dass er sich unsichtbar gemacht hat. Das ist okay. Der wird jetzt irgendwo hier reinkommen, bestimmt. Ich weiß nicht wo. Ich gehe mal hier ein bisschen außen. Ach nein, mein Mate ist gestorben, Mann. Ganz, ganz mieses Timing jetzt hier natürlich gewesen. Ich kann jetzt hier ein bisschen versuchen reinzusprayen. Aber oh, das ist sogar sehr gut gewesen. Das passt halt als... hat Ulti. Die Ulti jetzt. Und wir gewinnen die erste Runde. Ich sag ehrlich, ich glaube, ich habe solide mitgehalten. Und wir dürfen nicht vergessen, ich wurde ja auf Master gecarried. Also, ey, geil, ne? Also, was soll ich sagen? Und damit geht es rein. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir das Best of 3 gewonnen. Vielleicht haben wir echt eine Chance. Es wäre schon sehr krass, wenn wir es irgendwie schaffen würden. Ja, ich darf mich vielleicht jetzt hier nicht so reindrängen lassen von dem Leon, würde ich gerade sagen. Okay, es passt. Ah. Nee, es passt nicht. Ich muss den Ball jetzt auf jeden Fall wegspielen. Hab den Ball weggespielt, Ember? Nee. Ja, wir sind alle drei gestorben. Wir sind alle drei gestorben, Mann. Okay, da muss ich auf jeden Fall besser gegenhalten. Das ist die Charlie auch leider auf mir. Ich mach wieder hier einen Heal an. Ich glaube, die Charlie hat auch leider jetzt Ulti aktiviert. Das ist halt auch nicht so geil. Mist, Angst, die Ulti komplett. Ich kann sie jetzt auch wegulten. Das war sehr gut. Das war sogar sehr, sehr, sehr gut für uns jetzt hier, für uns. Ich muss erstmal healen kurz. Okay, wir pushen uns hier ein bisschen nach vorne. Sehr, sehr stark von meinen Mates jetzt hier. Es kann eventuell sogar das Tor werden. Ich habe nicht schießen können. Mann, ich hätte einfach nur schießen. Ich bin auto-amped. Okay, ich habe den nächsten Kill jetzt hier gegen Leon. Ja, jetzt ist halt schwierig. Das ist halt Hypercharge und Ulti. Misst sie noch komplett. Ist okay. Ich versuche halt irgendwas zu machen, aber das ist natürlich jetzt ganz, ganz eklig. Ja, mit Hypercharge Leon aus der Unsichtbarkeit. Da ist natürlich jetzt gar nichts zu machen gewesen. Ist ausgerechnet auf mich gegangen. Das ist normalerweise das Gegentor. Ja. Okay, komm, wir müssen das gewinnen. Das ist jetzt die entscheidende Runde. Also Zwischenfazit auf jeden Fall schon mal. Ich fand es jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich fand es wirklich nicht unbedingt schlecht bisher, was wir hier so gemacht haben. So, Leon müsste es eigentlich irgendwo hier sein, um die Station zu zerstören. Okay, ist okay, ist okay. Obwohl er vielleicht auch ein bisschen hier mithelfen gegen Ember. Okay, erstmal kurz healen. Der Leon kann halt die ganze Zeit von dieser Station irgendwo kommen. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Ja, das wird man aber eigentlich kriegen. Ja, oh je. Darf ich die Ult nicht kassieren? Oh je. Leider 0-1. Da waren wir leider in Unterzahl, als der Mate gestorben ist. Okay, sie will schon jetzt die Lane switchen. Ist vielleicht auch nicht ungeschickt. Okay, das ist ganz gut. Ich mache jetzt mal hier Heal an. Das war finde ich nicht so unbedingt gut von ihr. Okay, ich versuche. Ich bringe den Ball zu ihr rüber. Vielleicht kann sie irgendwie ulten. Perfekt. Ja, so gut. So gut von der Ember vor allem. Okay, das letzte Tor entscheidet jetzt natürlich. Ich übernehme jetzt mal die Mitte weiterhin. Das ist nämlich eine gute Idee. Das sollte eigentlich eh passen. Den Schatten hat sie nach vorne gesetzt. Das ist auf jeden Fall ein Fehler. Das sollte man eigentlich nicht so spielen. Ist der Mate leider gestorben? Ich passe den Ball mal. Ah, oh, ich wollte den Ball eigentlich rüberpassen. Jetzt darf ich auf gar keinen Fall sterben hier. Der hat auch Ult hier. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich habe meine Big Form noch am Start. Ult kommt. Ult wird abgewehrt. Sehr gut. Nein!
Okay, das war natürlich Lost for Mage, muss man sagen. Aber egal, schade. Okay, das Entscheidende, wir schauen uns die Stats an. Ich muss wirklich sagen, wir sehen es. 6-6. Und das auf Meisterniveau, das ist wirklich solid. Meine Mates beide mit negativen Killsets. Und ich meine, auf Meister ist das für mich echt solid. Einmal 4-2, einmal 6-6, die beiden Routen auf dem neuen iPad. Mit dem neuen iPad habe ich jetzt also ein deutlich flüssigeres Bild und einen doppelt so großen Bildschirm. Also bin ich mal gespannt, ob das in Zukunft einiges bei den Pushs bringen wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst natürlich unbedingt ein Abo da. Denkt gerne an den Creator-Code YOJONAS ganz rechts im Shop. Und bis dann, haut rein, da ist noch der Abspann verlinkt. Bis zum nächsten Video. Ciao.